Ja, ihr Lieben, einen wunderschönen guten Tag. Suzuki Intruder 1500, VL 1500. Wir kümmern uns jetzt um die Kupplungspumpe und danach hauen wir das Lenkkopflager rein und dann werden wir die Gabelbrücke wieder montieren. Das mache ich im Spot schnell durchlauf und zeige euch dann das Ergebnis. Beziehungsweise ich nehme nicht alles auf, weil ich ganz einfach in diesem Falle, es ist ein Lenkkopflager und so weiter und so fort, wo ihr dann wieder in Live und Natura dabei seid, das wäre der Gabelservice. Ich habe mich dazu entschlossen, eben einen Gabelservice aufs Auge zu drücken, weil, das zeige ich euch später. Wir machen jetzt die Pumpe. Und danach haben wir das Lenkkopflager rein. Und dazu sage ich, willkommen bei Neisser 36. So, in der Mittagspause mal eben kurz die Bremspumpe. Hä? Was labert ihr immer zum Lächeln? Was laberst du? Hast du überhaupt gelernt, habe ich immer zu dem gesagt. Hast du überhaupt gelernt, Alter? Nee. Der VL 1500. Instand setzen. Das geht ja relativ fix im Normalfall. Etwas Bremszylinderpaste hier drauf, also den Gummi hier wieder drauf getan. Das ist ja der, der hier zu weich ist und der Zapfen abgebrochen ist. Und dann steckt der Gummi da drin und verhindert, dass man das Ganze zusammenbringt. Ihr habt es gesehen im vorherigen Video. Den brauche ich jetzt nur hier reinschieben. Und dann ist der drin. Dann haben wir hier das Gegenstück dazu. Das kommt dann da drauf, da rein. So. Darauf aufpassen, dass das fluppt. Jawohl, und jetzt kommt der nämlich hier auch raus, was er ja vorher nicht getan hat. Geht so nicht. Scharfe Kante. Jetzt müsste es gehen. Runter mit dir und rein mit dir. So. Jetzt muss ich es nur noch klack-klack machen. Oder ist er schon drin? Ist er schon drin? Nee, ne? Jupp. Ist er drin? Nee. Nicht alles hier rum. Das ist jetzt quick and dirty. Das Ganze so rum. Hier drüber ziehen. Und dann fluppt das da rein. Und dann haben wir hier die Rundung. Kommt das da rein. Und dann vorsichtig mit dem Schraubendreher dieses Gummi hier reinbuxieren, wo es hingehört. Aufpassen, dass man den Gummi nicht durchsticht. Und da habe ich auch schon meine bösen Erfahrungen gemacht damit. So, und dann ist das da drin. Und dann funktioniert das hier wieder mit der Pumpe, so wie es soll, hoffentlich. Jetzt geben wir dem hier noch in dem Zapfen noch. Naja, komm, das tun wir. Das werden wir mal reinigen kurz, damit das wieder ordentlich funktioniert.
als erstes wieder die untere Lagerstelle. Kommt hier jetzt ein wenig Fett rein. So. Reicht. Vorläufig hier oben abwischen. Etwas Fett. Da ist jetzt halt das Kabel im Weg, aber wie man eine Lenkkopflagerschale einbaut, diverse Videos auf meinem Kanal. Jo, da habe ich vergessen aufzunehmen. Jetzt müssen wir hier das Lager rausholen. Das machen wir wie immer mit meiner Lenkkopflagerpresse. Wie immer halt. Das schon so oft gesehen bei mir und beim lieben Martin vom Zamsch-Channel, den ich herzlich grüße. Absolut easy zerfallen. So. Schauen wir mal, ob die Scheibe passt. Ja, wie Faust auf Auge. So, dann müssen wir das Lager packen. Wie das geht, habt ihr ja auch schon oft gesehen. Das zeige ich euch jetzt nicht, weil jetzt wird es für mich eine Sauerei werden. So, geschmiert, Scheibe ist drauf, Lenkkopflager läuft. Bauen wir es ein. Jetzt brauche ich das hier, das da. Das da und die Scheibe. So, dann kann es ja losgehen. Ach so, Moment, ich muss ja erst wieder dieses Schild montieren. Oh. So, liebe Leute, jetzt sollte ich aber soweit sein. Das kann ja wohl nicht angehen. Also, was ich gemacht habe, natürlich den ganzen Rost hier entfernt. Den ganzen Schlotter hier eingeschmiert mit Fett. Das haben wir ja gesehen. Schönes Fettpolster auch mit dabei. Da drin rausgefetzt. Rein damit. So. Zack, zack. Das ist ja die Staubkappe. Ja, Moment bitte. Habe ich jetzt die ganze Zeit aufgenommen mit meinen dreckigen Pfoten. Ja, mal sehen. So, dann ziehen wir das Ding hier mal hoch. Komm her. So.
bin gerade am Einstellen. So ist gut. Das ist eine Gefühlssache. So. Weit so gut. So, dann fangen wir mal an mit der Gabel. Trotz dem Lärm. Halt die Hosen zusammen. Ja, das ist ja nicht so schön, gell? Das ist der Anschlag für das Chromrohr, das drüber kommt. Genaue Position. Wenn wir dann nachher schon rausfinden. Ich mache ja hier nur, mache ich das überhaupt? Oder mache ich nur einen Ölwechsel? Ich mache nur einen Ölwechsel. Das Ding ziehe ich mal wieder an. Ja. Nee. Lass mich ab. Wenn wir es machen, machen wir es richtig, oder? Oder? So. Jetzt werde ich aber vorher ob das jetzt Alupolitur ist oder Metallpolitur oder Chrompolitur, das spielt keine Rolle. Ich will zuerst mal hier den Schamutz wegkriegen. So. Schauen, ob sich da überhaupt was tut. Ist ja nicht im Tauchbereich. Mir geht es nur darum, wenn ich den Simmering nachher ziehe, dass da nichts passiert. Ja, das mache ich jetzt mal. Wie bei jeder Gabel haben wir hier einen 6er Imbus. So, ist offen. Mit der Aluscheibe. Boah. Oh, oh, oh. Da habe ich jetzt mal dran gerochen. Oh, oh. Das wird wieder fein. Einmal noch ein Putzfetzen. Nein, 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 nein. Nein, nicht rauslaufen. Noch nicht. Warum läufst du jetzt schon raus? Ist doch schräg, warum läufst du raus? Oh! Alter, gefällt euch das eine Brühe. Junge, 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 Junge. Ach ja, auftun. Da ist ja Gummiunterlage drunter, da ist es ja egal. So. Dann schütten wir das mal raus. Boah, Alter, gefällt er. Dann kann das hier austropfen. Vierzehner Imbus oben drin. Die ist jetzt so weit ausgetropft, dass ich hier hin kann. Da legen wir ein Fetzen drunter. So. Und jetzt schauen wir mal. Brauchen wir das hier. Dann machen wir die Staubkappe runter.
der Sicherungsring. So. Das wäre dieses. Und jetzt machen wir die Feder raus. Guten Tag. Ach, bist da hinten hingespritzt. Ejakuliert. So, dahin. So, und jetzt das Übliche. Gut, alles zur späteren Begutachtung. Hier ist im Übrigen der Anschlag. Und da ist der hydraulische Anschlag. Und da drin sieht man jetzt vermutlich nicht, wie das Schwarz das da drin ist. Es wird ausgespült. Und die Geruchsbelästigung ist genauso, wie man sich das vorstellt. Gut, innerer Teflon-Gleitring. Shape is good. Also die Gleitringe sehen gut aus, wie defekte Gleitringe aussehen. Und so weiter und so fort. Das haben wir schon in so vielen Videos gesehen. Ich muss hier weiterkommen. Ich habe nachher noch Arbeit am Nachmittag. Das kommt mal hier runter, dann brauche ich mein Kayaba-Fett. So, dann fangen wir mal an. Zuerst hydraulischer Stempel. Ui, der ist ja noch nass. Mal auspusten. So. Hier kommt jetzt dann der hydraulische Anschlag rein, unten rausschauen lassen. Dann kommt der hydraulische Anschlag drauf. Fett auf den Teflon-Gleitring. So. Und einführen. Bis ganz durch. Ich nehme dann immer die Feder. So, Verschlussschraube. Neuer Dichtring. Dann den Teflon-Gleitring.
So, es passt leider keiner meiner Eintreiber. Das heißt, ich muss das nach altbewährter Vatersitte machen. Jupp, ist drin. So, Dille, jetzt kommt der Gabelsimmerring, den mache ich sauber, der ist aber vollkommen in Ordnung. Ein Fussel. Fett. Und um jetzt alles zu verhindern, hier in den Zwischengap ein kleines bisschen von dem Fett rein. Und hier oben drauf auch. Das ist dann nachher für die Feder, dass die Feder nicht rüstet. Und dann wieder mit der Beschriftungsseite nach außen bei dieser Gabel. Oben ist schön angefasst, kann nichts passieren. Runter damit. Zack, zack. Und da sollte jetzt mein Eintreiber funktionieren. Seht ihr, was ich da tue? I think so. Zack, zack, dann kommt die Spange drauf, du bleibst stehen, das ist fein, die werde ich auch ein bisschen fetten, mit dem Kayaba Gabelfett, so. Schnapp, schnapp, ist drin. Jetzt hätte ich gerne einen kleinen Pinsel. Jetzt haben wir einen Pinsel. Oh, ja toll, super. Das ist wieder so billig Gelumbe an Pinsel. Mal kurz zusammendrücken, dass das wieder hält. Der ist jetzt gerade hier so. Hab's gesehen. Die habe ich mir mal irgendwo mitgenommen, so einen ganzen Stall voll. So. Da geht es nicht darum, das Ding zu fluten, sondern einfach nur eine feine Fettschicht darauf zu bringen. Fein. Dann machen wir den Gabelsimmerring sauber, die Schutzkappe sauber. So. Und das Gummi hier ist noch tiptop in Ordnung. So. Das passt. Angefasst ist es ja oben. Runterdrücken, überschüssiges Fett abwischen. So, du stehst gut. Passt.
So, Delle. Jetzt kommen hier 440 Milliliter Gabelöl rein oder 140 Millimeter Luftpolster. Ich gehe ja nach Luftpolster, das heißt, hier wird jetzt einfach aufgeschüttet. Na, Pi mal Auge. Dann mit dem Stab rein. Schauen, wo wir stehen. Brauchen wir noch. Ganz easy, ganz einfach. Nicht rummachen. Oh ja, wunderbar an. Wunderbarer hydraulischer Handschlag. So, 140 mm Luftpolster. Und da muss ich mir mal was einfallen lassen. Feder, enge Wicklung nach unten. Und der Dackel. Das geht nicht. Geht ganz leicht. Mit einem Finger, also nichts Gewinde versaut oder so. So, mehr braucht es nicht. Mehr braucht es nicht. Jetzt kommt das Teil hier drauf. Bis dahin, schätze ich. Oh, schon ganz anders wie die andere. Blöp. Wo bist du denn? Da bist du ja. Ah, das können wir dann gleich nochmal kontrollieren. Das tun wir danach polieren. Knackige Gabel. Skeptiker. Für die Skeptiker unter uns. Bei 14 cm stelle ich das andere auch ein.
So, auch auf die Gefahr hin, dass es laut wird. Bei der Suzuki ist es jetzt die Eigenart, dass zuerst die Gabel rein muss. Grob vorgerichtet. Und dann die Gabelbrücke wieder runter. So, das war so, ist ja egal wie rum. Weil an die unteren Halteschrauben komme ich ja sonst nicht ran. So. Das ziehe ich jetzt erstmal so ein bisschen bei. Ich habe festgestellt, da die Hülse, die muss weiter runter. Jetzt werde ich erstmal hier oben die Gabelbrücke runterziehen. Was haben wir da gesagt? 30, gell? War das glaube ich. Wo geht's denn da hin? Hat da gerade in der Hand gehabt. Jetzt hingelegt. Ha! Gibt's das? Da. Da. Hier werde ich jetzt mal ansetzen, das Ding auf Zug bringen und dann kann ich die Hülse einstellen. Viel weiter kommt sie nicht runter. Dann machen wir das Ding wieder auf. Muss ich euch mal hier im Weg rumstehen. So, hier wieder aufmachen. Dann muss das Ding hier. Das habe ich mal gelöst. An. Nur grob, dass es hält. Dann können wir die Verschlusskappen hier drauf. Und wenn das alles passt, ziehe ich das Ding da unten an. So, da oben bin ich dabei. Jetzt muss ich hier wieder lösen. So. Und dann hier anlegen. So. Das ist fast gut. Ein kleines bisschen hoch. Aber wie mache ich das jetzt? Gar nicht so einfach. Das heißt, ich muss dieses Teil hier etwas anziehen, dass es sich nicht so leicht verschieben lässt. So, also
das Teil hier. So. Ganz leicht ansetzen. Anziehen. Das war genau richtig. Ihr wisst, was ich meine. So, Chromrohr drüber. Lenker auf die andere Seite. Aufhören. So, die ist fest. Ratsche. Und die hier. Jetzt die Schrauben anziehen. Die unteren. So, andere Seite ist fertig. Jetzt kommt hier angezogen. Auch 28, nee, was habe ich, 25 Newtonmeter? Step by step. Gut, weil die eine die andere löst. Soweit. Jetzt hoffe ich, dass meine Akkus von der Funkstrecke mal wieder geladen sind. Dann können wir uns um den Rest kümmern. Das heißt, ja, die Gabel geht wieder runter. Den Moment Werte suche ich mir dann noch aus. Die Frage ist, geht die Gabelbrücke jetzt so einfach da runter oder nicht? Das ist auch wichtig, dass man das in der Reihenfolge macht. Zwecks Ausrichtung der Gabel, die kann ja jetzt nirgendwo mehr hin. Und jetzt kommt es, wie er stirbt, kriege ich das raus. Scheint so. Als ob. Sollte gehen. Da ich ja jetzt gemerkt habe, dass der Lenker wunderbar rechts und links kippt, haben wir hier noch, wie sagt man so, Amuggesäckele anziehen. So, da ist jetzt auch meinen eigentlichen Nasebalg gefunden. Gut, jetzt brauchen wir das Kronteil. Das ist hier im Karton. So, das kommt jetzt hier drüber. So, ihr Zuckerschnoten. Jetzt habe ich allerdings einiges nicht aufgenommen. Von der nervigen Geschichte hier. Aber
ist das gleiche wie beim Ausbau, nur ein bisschen modifiziert, besser gemacht mit der Kabelverlegung und so weiter und so fort. So, gut. Einmal Kontrollblick. Zündung an. Blinker links. Blinker rechts. Geht da hinten auch. Jupp. Andere Seite geht auch. Wunderbar. Standlicht. Abblendlicht. Fernlicht. Und Lichthupe. So, liebe Freunde, jo. Komm, du, geh, so ist es. Jo, Suzuki Intruder VL 1500. Gabelservice und teilweise schon wieder zusammengebaut. Was ich natürlich noch machen muss, ist die Bremsscheibe. Was ich noch machen muss, ist dieses Blech hier hinten noch festschrauben, dann die Kupplungszylinder montieren und so weiter und so weiter. Aber da seid ihr mit dabei. Ja, dann war es das wieder für dieses Video. Ich hoffe, ich konnte euch da mitnehmen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Sachen zeigen, die ich mir auch aneigne. Ja, ich habe ein Werkstatthandbuch, aber ich sehe es nicht ein. Warum sollte ich ein Werkstatthandbuch schauen, wenn ich es Learning by Doing ja auch hinbekommen. Ist vielleicht ein bisschen umständlicher, aber dafür sehe ich dann halt auch Sachen, die gerichtet gehören, ja, wie weggelassene Schrauben oder verrostete Schrauben austauschen etc. etc. Das kennt ihr ja. Ne? Gut, dann sage ich herzlichen Dank für euren Daumen hoch, herzlichen Dank für eure zahlreichen Kommentare. Rechtes Eck, schauen wir, linkes Eck, Abonnement für die zukünftigen neuen Gemeindemitglieder. Einmal draufklicken wäre kostenlos und nicht vergessen die Glocke aktivieren, dann bleibt ihr auf dem Laufenden und YouTube schlägt euch auch weiterhin unsere Videos vor. Bleibt mir für diese Folge nichts weiter zu sagen als bleibt uns gewogen. Pfiat euch. Baba.